Die E82M von Valvo ist ein magisches Band. Sie wurde eingesetzt in Aussteuerungsanzeigen und Messbrücken. Ihr Vorteil war, sie verfügte über zwei Steuergitter. Dadurch war es möglich, den Leuchtfleck bzw. die Anzeige beliebig zu positionieren. Ein Nachteil jedoch war, sie verfügt über drei Kathoden und hat somit eine sehr hohe Wärmeabfuhr. Sie wird mit 0,8 Ampere bei 6,3 Volt geheizt. Sie wurde 1955 von Valvo entwickelt und aufgrund der thermischen Probleme war sie bereits Ende 1956 nicht mehr im Lieferkatalog. Sie gab es nur aus der roten Serie. Das waren Industrieröhren mit enger Toleranz und Langlebigkeit. Die Röhre hat eine vergleichsweise lange Aufheizzeit. Ich schalte jetzt ein. Alle drei Kathoden müssen erst aufheizen. Die beiden Steuergitter haben jetzt 0 Volt der beiden Seitenteile der Röhre. Der Leuchtfleck ist somit ausgerichtet. Durch Erhöhung des einen Teils kann ich den Leuchtbalken nach rechts bewegen. Der andere Teil nach links. Und wenn ich beide beendere, kann ich die Position des Mittelpunktes komplett verändern. Ein großer Nachteil der Röhre ist die Temperatur aufgrund der drei Kathoden. Nach diesem kurzen Test hat die Röhre bereits ungefähr am Hotspot 64 Grad Celsius.